Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich habe mir vorgenommen, im Jahr 2018 20.000 Euro zu investieren und im Januar hat es auch schon ganz gut geklappt und in diesem Video geht es quasi darum, wie das im Monat Februar abgelaufen ist, das heißt, was ich investiert habe, wie es mit den Dividenden ausschaut und so weiter und so fort. Und da will ich jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herumquatschen, sondern direkt mal reinspringen und schauen wir uns an, in was ich investiert habe. Ja, wir sind hier im ersten Depot, das ist das Dividendenstrategie-Depot, was ich jetzt seit August bespare. Hier hat sich quasi nicht viel getan. Ich habe halt im Januar 250 Euro investiert und im Februar jedes Mal 25 Euro in jeden dieser 10 Werte. Die Vonovia ist quasi ein kleines bisschen extra, da habe ich im August einmal 300 Euro investiert. Ja, da gibt es jetzt aber nicht so viel zu berichten. Ich habe halt einfach 250 Euro in jeden Wert investiert. In Summe sind es jetzt quasi 175 Euro, den ich in jeden Wert investiert habe. Bei Airbus sind es inzwischen auch schon 209, 210 Euro. Gleichzeitig ist bei General Electric 120 Euro. Ja, die Aktie hat quasi ordentlich Minus gemacht, seitdem ich sie habe. Und ich glaube auch, dass die Aktie noch eine ganze Weile brauchen wird. Aber ja, hier sind es quasi 250 Euro gewesen, wieder ganz normal aufgeteilt. Bei dem anderen Depot hat sich deutlich mehr getan. Wer das letzte Video gesehen hat, da waren, oder der wird die Unterschiede schon so ein bisschen sehen. Diese 9, 10 Werte, die ich hier habe, waren das letzte Mal noch ganz, ganz klein. Da hatte ich quasi Anfang Januar 25 Euro rein investiert. Und wenn wir jetzt hier uns einen anschauen, da sind das 150 Euro. Ich habe jetzt quasi die Sparpläne, die ich neu habe seit Anfang Januar, habe ich jetzt alle etwas öfter bespart und bin quasi bei 150 Euro pro Position. Das heißt, ich habe im Januar 75 Euro in jede Position investiert und auch im Februar habe ich das nochmal gemacht. Ganz einfach, damit die Positionen ein bisschen größer werden, weil ansonsten ist es, ja, dann kann man sie sich auch schenken, wenn die Positionen so klein sind. Also mit 25 Euro im Vergleich zu dem zu Microsoft dann mit 800 Euro oder sowas ist die Position, glaube ich. Das heißt, wenn jetzt bei SAP irgendwas passiert, ist das vollkommen egal, aber wenn Microsoft ein kleines bisschen hustet, geht es halt nach unten, geht das ganze Depot nach unten oder oben. Deswegen ist quasi der Gedanke, okay, ich möchte diese Position auch etwas größer haben. So, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe quasi jetzt im Monat Februar auch 750 Euro wieder in diese Positionen hier investiert. Man sieht den Vanguard ETF jetzt hier im Depot. Den habe ich im Januar gekauft, das sind jetzt quasi 10% und die Extra-Investition oder die Einmal-Investition im Februar ist Texas Instruments. Da habe ich ja schon ein etwas umfangreicheres Video darüber gemacht, über den Chip-Hersteller. Den habe ich gekauft Anfang Februar, glaube ich. Da hat das Unternehmen, also es hatte 10% nachgegeben und da dachte ich, gut, das nutzt du gleich aus und gehst da rein. Das war natürlich vor diesem kleinen Crash da, wie auch immer, vor diesem kleinen Rücksetzer. Das heißt, ich habe gekauft und zwei Tage später waren von meinen 550 Euro noch 460 da oder sowas. Also da gab es schon einen kleinen Rücksetzer, aber alles gut, hat sich inzwischen ja auch wieder normalisiert. Ja, man sieht, es werden quasi immer mehr etwas größere Positionen und die Position man an für sich auch deutlich größer. Das macht sich natürlich auch in den Dividenden und so weiter bemerkbar. Allerdings ist jetzt die Frage, okay, wie geht's weiter? Was fehlt jetzt noch so ein bisschen im Depot? Also ich muss sagen, ich bin, was das hier angeht, schon sehr zufrieden. Da passiert alles super und da will ich auch gar nichts dran verändern. Das will ich genauso weiterlaufen lassen, wie es ist mit den 250 Euro im Monat. Hier ist es allerdings so, versuche ich ja so ein bisschen, also meinen kleinen eigenen ETF aufzusetzen, sage ich mal. Und da ist mir nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt unbedingt nach Ländern diversifiziert bin. Ja, so ein bisschen ist okay, aber mir ist da eher die Sektorverteilung deutlich wichtiger. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich sagen, na gut, ich habe mehr oder weniger zwei so Tech-Werte drin. Aber was halt extrem fehlt, ist der Bankwesensektor, da habe ich jetzt quasi Wells Fargo und Visa und ich schaue auch immer gerne nach bei, ja, was so in so einem MSCI World drin ist oder halt hier in so einem All-Country-World-Index. Und wenn ich mir da anschaue, ja, hier unten haben wir es, die Sektorverteilung, da sehen wir, na gut, der IT-Sektor ist relativ groß, aber halt insbesondere der Banksektor ist groß, zyklische Werte, Gesundheitsversorgung und so weiter. Was Gesundheitsversorgung angeht, muss ich sagen, da habe ich zwar jetzt keine Einzelposition, also keine größere Position im Depot, allerdings habe ich ja Fresenius, Johnson & Johnson und Gilead Sciences.
die ich bespare. Und das sind quasi schon drei Werte, die ich sowieso Monat für Monat kaufe. Deswegen denke ich, ist okay, der Gesundheitspharmasektor ist ganz gut abgedeckt. Was allerdings halt relativ gering nur abgedeckt ist, ist der Finanzensektor. Und ja, der Finanzensektor hat immer höhere Risiken, aber hat halt auch gute Chancen, sage ich mal, oder höhere Chancen vielleicht als der ein oder andere Sektor. Und da mein Anlagehorizont ja noch etwas länger ist, denke ich, kann ich oder sollte ich durchaus auch mehr in diesen Finanzsektor investieren. Was ich jetzt bis jetzt im Depot habe, also hier ist halt gar nichts mit Finanzen dabei. Da ist halt, ja, da ist nichts. Und hier habe ich halt Wells Fargo und Visa, die ich monatlich bespare. Das heißt, die machen jetzt zusammen gut 5% aus. Allerdings, zumindest laut BlackRock, ist Visa sogar ein IT-Unternehmen und nicht Finanzen. Und das stimmt ja auch, weil ich meine, Visa vergibt die Kredite ja nicht selber, nicht so wie American Express zum Beispiel. Von daher passt das schon, dass man das eigentlich in den IT-Sektor einstuft. Und da muss ich sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich in den nächsten Monaten beheben möchte. Da habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich, also die europäischen Banken sind für mich tot, das möchte ich nicht, da hatte ich zu viele Vorlesungen zum europäischen Bankensystem. Das heißt, da bleiben quasi nur die US-Banken übrig, da habe ich ja jetzt schon Wells Fargo, na gut, da kann ich jetzt noch die Citigroup, Bank of America oder JP Morgan kaufen, oder aber ich kaufe einen Versicherer, da gibt es ja durchaus den ein oder anderen im Angebot, gerade auch die deutschen Versicherer. Sei es jetzt die Rückversicherer oder beispielsweise die Allianz, die haben auch sehr schöne Dividendenrenditen. Gerade das Depot ist ja ausgerichtet, dass ich gut, schöne und stabile Dividenden bekomme. Und die sind aber noch relativ gering, weil wenn man sich die Werte jetzt anschaut, das sind jetzt nicht so die Werte, die jetzt besonders hohe Dividenden zahlen. Aber die Dividenden schauen wir uns gleich an. Ja, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen, wo ich sage, ja, da müsste ich in Zukunft mal noch ein bisschen rein investieren. Vielleicht noch eine Position im Pharmasektor, also jetzt vielleicht eine von den Pharma-Werten, die ich habe, ein bisschen größer kaufen sollte, es da vielleicht mal irgendwie eine schöne Einstiegsgelegenheit geben oder sowas, wobei ich auch finde, dass Johnson & Johnson gerade nicht allzu teuer ist, sagen wir es mal so. So eine Aktie gibt es wahrscheinlich nur selten günstig. Ja, aber so viel erstmal zu den Investitionen, die ich getätigt habe. Wenn wir uns die Vermögensentwicklung anschauen und Vermögensaufteilung, muss man sagen, okay, seitdem ich jetzt hier dieses Depot habe, geht es natürlich schön nach oben. Man sieht hier den kleinen Rücksetzer Anfang Februar, aber inzwischen bin ich jetzt bei gut, was haben wir hier, 5.400 Euro knapp, und hier sind wir, ja, hier geht das ja auch wunderschön nach oben und sind jetzt bei gut 2.000 Euro. Ich war auch schon mal bei 2.000 Euro, hier sogar ein bisschen über 2.000 Euro, aber der kleine Rücksetzer hier, ja, aber alles in allem hat sich das schon wieder mehr oder weniger normalisiert, sehen wir hier. Es gab natürlich den Rücksetzer, aber inzwischen ist die Hälfte davon schon wieder aufgeholt, also alles halb so schlimm. Was die Dividenden angeht, im Monat Februar nicht so prickelnd, muss ich sagen. Das ist erstmal vom Dividendenstrategiedepot. Ja, August angefangen, entwickelt sich ja sehr, sehr schön, dass es im Februar hier nach oben geknallt ist. Das liegt insbesondere an AT&T, einfach weil AT&T halt, ich weiß gar nicht, 5,5% Dividendenrendite hat oder sowas. Und daher, immer wenn AT&T zahlt, dann ist ein guter Monat. ja, aber allgemein, es haben halt auch 4 Werte ausgeschüttet von 10, die ich bespare. Also da ist klar, dass das ein bisschen mehr ist, und gerade wenn es dann noch so ein Wert wie AT&T ist. Hier sieht es allerdings weniger positiv aus. Also hier habe ich halt 3,20 Euro bekommen. Wohl bemerkt, ich habe ja hier über 5.000 Euro investiertes Kapital. Aber es sind halt einfach die größeren Positionen, die ich habe. Jetzt mit Ausnahme von Texas Instruments. Okay, die haben diesen Monat gleich Dividende gezahlt. Haben die großen Werte quasi nicht ausgeschüttet, oder die ETFs haben jetzt quasi nicht ausgeschüttet. Deswegen ist es relativ wenig. Ich habe das Ganze jetzt auch nochmal etwas übersichtlicher zusammengefasst. Beide Depots. Ja, es geht in Summe ja darum, dass ich die 20.000 Euro investiere. Es geht auch nicht darum, dass ich am Ende des Jahres 20.000 Euro mehr im Depot habe. Das ist eine Sache, wo ich, glaube ich, nicht so viel Einfluss drauf habe. Einfach, wenn es halt nach oben geht an der Börse, dann ist schön. Wenn es nach unten geht, ist auch schön. Das heißt, ich habe ja nur Einfluss auf das Geld, was ich wirklich selber investiere. Und das sehen wir hier in der Spalte. Also bis jetzt bin ich im 2018 bei 3.095 Euro. Ja, die beiden Depots hier gut 2.000 Euro und hier 5.400 Euro sind halt in Summe jetzt Depot-Gesamtwert 7.363
Euro. Im Schnitt müsste ich im Monat investieren, also rund 1630 Euro oder so, müsste ich im Schnitt pro Monat investieren. Und ich habe halt bis jetzt investiert immer so gut 1500 Euro. Das heißt, ich habe bis jetzt von den 20.000 Euro nur 15,5% investiert von halt 16,6%, die ich investieren müsste. Aber ich denke, wenn ich mit einer größeren Position gerade bei so einem Versicherer einsteige oder so, da gleicht sich das Ganze dann so ein bisschen aus. Hier drüben sehen wir aber noch die Dividenden und auch die Dividendenrendite dann. Und das muss ich ja sagen, das ist nicht so prickelnd. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, also das sieht schlimmer aus, als es ist. Zum einen sind es Nettodividenden, weil ich muss ja auch wenn ich jetzt für dieses Jahr den Sparerpauschbetrag noch nicht ausgefüllt habe, muss ich ja in den USA trotzdem die 15% abführen. Und ich habe ja fast ausschließlich Werte aus den USA. Das heißt, es sind natürlich, ja, es sind halt minus 15% schon mal. Und man muss sagen, dass die USA ist es ja oft so, dass es nicht so ist, dass du am Tag nach der Hauptversammlung Dividende bekommst, sondern oft dauert das ja einfach 4, 5 Wochen und so weiter. Weil ich habe ja bis jetzt von hier, jetzt von, okay, bis jetzt nur von Texas Instruments Geld bekommen, sage ich mal, oder eine Dividende bekommen, obwohl ich ja jetzt hier die ganzen anderen kleinen Werte habe, die haben ja alle noch gar nicht gezahlt. Das heißt, das wird sich über die kommenden Monate jetzt so ein bisschen ausgleichen, dass der Wert einfach deutlich besser wird. Aber 7 € ist natürlich jetzt nicht die Welt, 3,42 € davor, aber hey, ich habe meine Haftpflichtversicherung, kostet 3,50 €, von daher habe ich quasi zumindest meine Haftpflichtversicherung in den Monaten schon mal abgedeckt. Nein, ich glaube auch, dass in dem kommenden Monat wird es definitiv deutlich mehr sein. Ich glaube auch, dass es mehr als 10 € sein werden und ich glaube auch, dass es dann jeden Monat mehr als 10 € sein werden. Liegt ganz einfach daran, das waren jetzt quasi so die schlechten Monate immer und jetzt kommt der März ist sowieso ein sehr guter Monat, einfach mit 9 verschiedenen Ausschüttungen und dann geht es ja halt auch los, dass so Unternehmen wie Airbus zahlen, Henkel und also die ganzen Einmalinvestitionen, die deutschen Werte schütten ja dann alle im April und Mai aus. Das heißt, da kommt sowieso ein kleines bisschen mehr Dividende. Und dann ist das Depot einfach schon wieder auf einem. Also, wenn ich jetzt jeden Monat 1500 Euro, 1600 Euro investiere, dann ist das Depot ja auch schon doppelt so groß in 3, 4 Monaten. Das heißt, ich glaube nicht, dass es nochmal ein einstelliger Eurobetrag sein wird. Ich glaube, in Zukunft wird es eigentlich immer mindestens 10 € sein, sagen wir es mal so. Ja, aber das waren auf jeden Fall die Investitionen, die ich im Monat Februar getätigt habe. Ich bin sehr glücklich damit. Ich finde, ja, läuft alles wunderbar. Mal schauen, ob es die 20.000 werden. Vielleicht wird es ja auch ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.